willkommen zu unserer ersten Sendung. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Noah Hatz und ich bin 16 Jahre alt und ich gehe auf die HTL in den Fachbereich Multimedia. Und eigentlich war es das schon. Dejan, noch eine Frage an mich? Nein, danke. Das war jetzt übrigens unser Regisseur und Produzent Dejan, aber den lernt ihr später noch kennen. Wir sind jetzt schon am Ende des Monats Februar angekommen. Das neue Jahr 2018 vergeht jetzt schon wie im Flug, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir immer älter werden. Ja, das kommt mit dem Alter. Ab 50 Jahren ist dann alle 6 Monate Weihnachten. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass man im Alter schon so einiges vergisst. Den Leuten fehlt dann ein halbes Jahr. Meine Urgroßmutter erzählt mir immer wieder dieselben Geschichten. Das ist so, als hättest du ein einziges Hörbuch zu Hause, das du dir immer und immer wieder anhörst, so lange, bis du mitreden kannst. Inzwischen traue ich mir schon gar nicht mehr zu sagen, dass ich die Geschichte schon kenne, weil sie dann gleich beleidigt ist und glaubt, ich verarsche sie. Übrigens, habt ihr das mitbekommen? US-Präsident Trump hat einen wunderbaren Vorschlag gebracht, nachdem in Florida ein Amoklauf in einer Schule war. Dabei sind ein Geografielehrer und 16 weitere Menschen ums Leben gekommen. Trump behauptet, das alles hätte verhindert werden können, wenn die Lehrer bewaffnet gewesen wären. Ich fasse mal zusammen. Anstatt ein strengeres Waffengesetz zu entwerfen, will Trump in Zukunft den Lehrern einen Waffenkurs anbieten, in dem eine Auswahl von Lehrern jeder Schule lernen, wie man mit Schusswaffen umgeht und diese dann verdeckt in der Schule tragen, um sich in der Zukunft gegen solche Massaker zu wehren. In welcher Welt ist das bitte eine gute Idee? Dann laufen in Zukunft halt die Lehrer amok. Die dürfen ja dann legal Waffen tragen. Trump ist wie dieser eine Schüler, der immer nur Scheiße labert. Das Ding ist ja, der ist nicht alleine. Der wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt, oh, das ist die Idee, wir geben den Lehrern einfach Waffen. Sondern der bespricht das ja mit einem ganzen Haufen von Beratern, die ihm alle nicht gesagt haben, dass er eine Schraube locker hat. Und zwar richtig. Melania hat immer einen Schraubenzieher in der Handtasche zum Nachdrehen. Nachdem vor kurzem der Super Bowl war und auch die Olympischen Winterspiele langsam dem Ende zugehen, steht im März ein weiteres gesellschaftliches Ereignis an. Die Oscars. Am 4. März werden sie wieder ausgestrahlt. Das zweite Jahr in Folge von Jimmy Kimmel moderiert, der das letztes Jahr schon eigentlich ganz gut gemacht hat. Aber ein paar Dinge gibt es trotzdem, die man dieses Jahr besser lassen sollte. Wenn man den Umschlag öffnet und den Gewinner vorliest, sollte man nicht La La Land sagen, das war letztes Jahr schon falsch. Man sollte keinen Beef mit Jimmy Kimmel haben, sonst besteht die Gefahr, dass die Band dich wegspielt und übertönt. Besonders für Jennifer Lawrence gibt es ein paar Regeln, nicht zu spät kommen, damit man auf dem roten Teppich genug Zeit hat und wenn man auf die Bühne gerufen wird, nicht stolpern. Und bitte, lasst nie wieder James Franco und Anne Hathaway zusammen moderieren. Sogar ich mache bessere Witze als die beiden. Die sollten besser nochmal in die Witzschule gehen und da noch ein bisschen was lernen. Apropos Schule, oh Verzeihung. Apropos Schule. Die Schule ist zurzeit ein bisschen anstrengend, weil wir gerade die Semesterferien hinter uns haben. Das heißt, dass viele von uns noch versucht haben, sich die Noten zu verbessern. Das hat früher auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte eine Physiklehrerin, bei der hast du das ganze Jahr über nichts gemacht. Am Ende hältst du einfach ein Referat über Marie Curie und bekommst ein 1-1-Zeugnis. Jetzt an der HTL geht das nicht mehr. Ich komme da rein, lernen, was? Was ist das? Jetzt musste ich in der letzten Woche vor den Ferien nochmal einen Test machen, um mir einige Noten auszubessern. Und man freut sich ja in gewissen Fächern wirklich über jede Note, oder? Latein zum Beispiel hatte ich in meiner alten Schule. Schularbeit? 4. 4. Da freut man sich eigentlich. Dann kommt man heim, sagt Mama, voll cool, ich habe eine 4 in der Lateinschularbeit. Ich dachte, gleich kommen Konfetti und ich werde auf Schultern nach draußen getragen, aber nein. Dann steht sie da, guckt mich an und sagt, eine 4? Was hat Florian? Einen 1er. Ach so, der hat einen 1er und du hast den nicht geschafft. Mama, ich habe eine 4, das ist in Latein wie eine 1. Das lieben wir ja, wir Kinder. Dieses immer dieses Scheiß Was soll das? Wenn sie sich freut, dass sie 10 Kilogramm abgenommen hat, stehe ich ja auch nicht da und mach Jedenfalls bin ich kurz darauf wieder mit einem 4er nach Hause gekommen. Ich sag Mama, ich habe eine 4, aber ich bin besser als Florian, der hat eine 5. Dann sagt sie, mich interessiert nicht, was die anderen haben. Hä? Was? Uns hat es jedenfalls interessiert, wie so eine Art Gameshow auf der Straße abläuft, was von der Schule so hängen geblieben ist und ob sich die Leute mit aktuellen Themen ein bisschen auskennen. Also waren wir in der Stadt und haben uns Pärchen rausgesucht und sie gegeneinander in einem Quiz um Leben und Tod...
um die Ehre antreten lassen. Welche drei Sprachen spricht man in der Schweiz? Italienisch, Deutsch, Französisch. Genau, richtig. Deutsch, Englisch und Schweizerdeutsch. Nein, darf ich sagen? Französisch, Deutsch und Schweizerdeutsch. Ja. Scheiße. Kann er richtig. Also Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Deutsch, Französisch. Miteinander helfen. Italienisch. Kacke, okay. Was du erst sagt? Französisch, Italienisch, Schweizerdeutsch. Ja, genau. Kriegen beide einen Punkt. Was bedeutet das englische Wort become auf Deutsch? Werden. Werden. Become. Bekommen. Na. Falsch. Werden. Werden. Werden? Ja, richtig. Mathe. 8x9. 72. 8x9. 72. Boah, ich hasse die 9er Reihe. 72. 72. 72. Richtig. 8x9. 72. Richtig. Auf welchem Kontinent liegt Amerika? Amerika ist ein Kontinent. Ja. Auf welchem Kontinent liegt Amerika dann? Amerika. Amerika ist ein Kontinent. Ja, richtig. Amerika. Amerika. Ja. Nordamerika. Auf welchem Kontinent liegt Amerika? Auf Amerika. Richtig. Wofür steht die Abkürzung VIP? Very important person. Very important person. Wofür steht die Abkürzung VIP? Very important person. Very important person. Oh, wer ist das jetzt? Kriegt beide einen Punkt. Very important person. Richtig. Welcher Künstler hat das Bild Sternennacht gemalt? Rothaariger Künstler. Ganz bekannter Maler. Bekannt unter anderem auch fürs erste Selfie. Ganz bekannter Maler. Rothaarig. Na, keine Ahnung. Kunst bin ich nicht so gut. Erstes Selfie. Keine Ahnung. Ja, genau, ich weiß. Na? Okay, Van Gogh. Was sind die drei Grundfarben beim Malen? Rot. Blau. Mhm. Schwarz. Was sind die drei Grundfarben? Magenta, Blau und Yellow. Gelb. Rot, Blau, Gelb. Rot, Blau und Gelb. Rot, Grün und Blau. Hm. Ja, stimmt. Wer ist die First Lady von Amerika? Es gibt keine, das ist doch seine Tochter, oder? Die Ivanka Trump. Wer ist die First Lady von Amerika? Die Ivanka. Frau Trump zielt nicht als Antwort. Frau Trump ist die Antwort. Ja, der Frau, ja. Ja, ein Trump sei Frau. Ja, ja. Sören ist das richtig wert. Ich bin mir das nicht so ganz sicher. Wer ist die First Lady von Amerika? It's me, Trump. Wie heißt die? Wow. Milena oder sowas. Magdalena ist nicht, wie heißt sie? Melania. Ja, richtig. Kennen Sie die vier Mitglieder von den Beatles? Hast du nicht gesehen? Ihr kennt uns nicht. Jonelle, Paul McCartney. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Ja, John Lennon und seine Kumpanen heute. Der Ringo Starr, der John Lennon. Mhm. Ich denke, bis hier ist einer. Paul McCartney? Ja, richtig. Perfekt. Was ist 4 zum Quadrat? 16. Ja, 16. 16?
16. 16. Richtig, perfekt. Dankeschön. Danke fürs Mitfühlen, danke. Wiederschauen. Super, Benny. Glückwunsch. Immer wieder. Tschüss. An dieser Stelle käme eigentlich die Abmoderation, aber ich habe die restlichen Gewinne, also. Nachdem das unsere erste Sendung ist, haben wir uns noch keine Gäste von außerhalb eingeladen. Aber ich werde euch in den ersten paar Sendungen immer wieder Leute aus unserem Team vorstellen. Und der erste heute ist unser Regisseur und Produzent Dejan Klitschkovic. Du bist jetzt so leise, gell? Mir geht's. Mir geht's gut, dir? Soweit auch ganz gut eigentlich. Ja, sehr gut. Erklär doch mal, was machst du eigentlich genau bei der Sendung? Ziehen wir deinen Nutzen? Boah, eigentlich aus nichts. Ich verkack immer alles. Ich meine, nein, eigentlich sitze ich nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, ein bisschen weiter weg, im Regieraum mit Melanie und Richie. Mhm. Richie. bin halt zuständig für den Ablauf der Sendung, der immer bestens funktioniert. kannst du schon irgendwas verraten, was in der nächsten Sendung so alles passiert? Nein, das ist, haben wir irgendwas dran geschrieben? Nein, ich glaube nicht. Nein, aber nicht. Nein, ich kann leider nichts sagen. Ich stelle die Frage eigentlich. Ja, keine Ahnung. Du machst es jetzt ja doch schon ein bisschen da im Regieraum, aber du hast schon erwähnt, dass es an manchen Stellen ein bisschen schwierig ist. Kriegst du das alles gut hin mit den Knöpfen? Nein, also ich persönlich habe nicht so viele Knöpfe wie die Tontechniker. Die haben eher mehr Schieberegler. Mhm. Durchaus Knöpfe auch, aber eher mehr Schieberegler. Ich bin halt nur für gewisse Tasten zuständig, wie 1, 2 und 3 für die Kameras. Und was hat jetzt gerade... Ich finde es das lustig, dass sie sich da hinten einfach reden, die Regie. Unsere Regie unterhält sich. Das ist toll, ne? Ich finde das echt toll. Nein, wo bin ich denn geblieben? Du hast nur erklärt, dass du eigentlich viel zu wenig Knöpfe hast. Genau, ich habe eigentlich zu wenig Knöpfe. Ich fühle mich unterfordert. Ich fordere mehr. Mit Sicherheit willst du die unterfordern. Ja klar, ich fühle mich wirklich unterfordert. Ich schwitze auch deshalb so krass. Okay. Mal was Persönliches. Ja. Das interessiert die wahrscheinlich nicht, aber wir machen es jetzt. Trotzdem, wir müssen Zeit rumkriegen. Wo gehst du eigentlich zur Schule? Ich gehe genauso wie du und wie die Lisa. Eigentlich alle anderen da. Und alle anderen hier, außer die Melanie. ja. An die HTL, auf die HTL, über der HTL, na, unter der HTL. In die HTL. In die HTL, so heißt es, genau. HTL. In die HTL. Nein, natürlich, ich gehe in die HTL. Im Zeig Multimedia heißt es bei uns, gell? Ja. Ja. Und ja, erste Klasse. Mhm. Dabei. Okay. Warum gehst du eigentlich in den Fachbereich Multimedia? Was hat dich da hingeführt? Warum? Was interessiert dich daran? Ja, einfach die ganze Kameratechnik, Tontechnik, Lichttechnik. Okay. Also wir haben auch 3D-Animation. Ja, auch ein tolles Fach. Mhm. Also eigentlich so alles im... Was ist dein Lieblingsfach so jetzt von den fachbezogenen Fächern? Fotografie, eindeutig. Von den fachbezogenen Fächern? Okay. Eigentlich bist du entlassen. Du darfst dich wieder in dein Element zurückziehen, hinten in den Regieraum rein. Darf ich gehen? Du darfst gehen. Du hast mir gar nichts zum Trinken angeboten. Ich habe dir was zum Trinken angeboten, beziehungsweise habe ich dir einfach gesagt, dass es nichts zum Trinken gibt für die. Toll. Habe ich wieder was vergessen zum Organisieren? Du hast nichts vergessen zu organisieren. Nicht. Du darfst jetzt nur nicht vergessen, meine Photoshop-Bilder zu organisieren. Muss ich sie nur runterladen oder was? Nein, das weiß ich schon gut. Also ich darf jetzt gehen. Du darfst jetzt gehen. Darf jetzt gehen? Du darfst jetzt gehen. Das ist toll. Das ist schön, gell? Das ist schön. Du darfst jetzt gehen. Bitte, ja, geh einfach. Danke. Hey, hey! Du kannst ja gern vor der Kamera vorbeigehen. Also statt eigentlich kann. Weil wenn du jetzt... Geh weiter. Keep talking, oder? Ha 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 ha!
Okay. Ich hab dir gesagt, dass wir einfach ganz normal, dass ich einfach hinter den Kameras gehe. Geh einfach, bitte. Ich möchte jetzt mit meinem Thema weitermachen. Ich habe euch, liebe Zuschauer, ein Foto mitgebracht, über das ich jetzt ganz kurz schon mal mit Herrn Klitschkowitsch geredet habe. Es zeigt das Scheitern einer Fotografin. Stellt euch mal vor, ganz hypothetisch gesprochen, ihr wollt Familienfotos machen. Ihr engagiert euch eine hypothetische Fotografin, um diesen hypothetischen Job zu erledigen. Man muss dazu sagen, dass sie das natürlich beruflich macht. Hypothetisch. Das kommt dabei raus. Und ab jetzt ist es eigentlich nicht mehr hypothetisch, sondern real. Das ist schon ziemlich peinlich. Aber die Erklärung war fast noch besser. Anscheinend war das Bild so schattig, dass sie es nicht besser hinbekommen hat, weil ihr Chef ihr nicht gelernt hat, wie man retuschiert. Da gibt es Tutorials auf YouTube für. Die Familie hat für das Foto 250 US-Dollar hingeblättert. Das sind 204 Euro. In den USA kann man wegen jedem Schwachsinn verklagt werden. Ich hoffe, die machen das. Da fällt mir ein paar absurde Gesetze. Kennt ihr diese absurden Gesetze? Da gibt es alleine in den USA unzählige Beispiele. In Brooklyn zum Beispiel dürfen keine Esel in der Badewanne schlafen. Und Frauen in Kentucky dürfen nicht im Badeanzug auf die Straße, es sei denn, sie wiegen weniger als 42, mehr als 92 Kilo oder sind bewaffnet. In Marshalltown, Iowa ist es... Oh Gott. In Marshalltown, Iowa ist es Pferden gesetzlich untersagt, Hydranten aufzuessen. Die armen Pferde. Warum die armen Pferde? Die armen Hydranten. Nein, die armen Pferde wollen ja nur was essen und trinken gleichzeitig. Wow, okay. Mal was anderes mit Tieren. In New York zum Beispiel ist es verboten, aus der U-Bahn heraus weiße Kaninchen abzuschießen. Aber andersfärbige Kaninchen sind in Ordnung. Das ist Kaninchenrassismus. Nebenbei habe ich erlaubt. Nämlich ist es verboten, mit einem Huhn auf dem Kopf von und nach Minnesota ein- und auszureisen. Sowohl ist es auch auf Hawaii verboten, sich ein Penny in das Ohr zu stecken. Also meine Lebensziele sind schon mal nicht zu erfüllen. Würdest du gerne mal Kröten lecken? Was soll die Frage? Keine Ahnung, weil es in Los Angeles, Kalifornien zumindest schon mal verboten ist. Also da darfst du es nicht machen. Tut mir leid. Darf man Schildkröten lecken? Entschuldige, es war egal, mach weiter. Gott. Jetzt kommen wir mal am besten von Tieren weg. In Waterloo nämlich ist es Friseuren verboten, zwischen 7 Uhr und 19 Uhr Zwiebeln zu essen. Die armen Haare müssen da ja drunter leiden. Wenn die Friseure Zwiebeln essen? Ja. Warum? Der Geruch übertragt sich auf die Farbe. Okay. What the fuck? Okay. Und es ist illegal in Zion, Illinois, ein Haustier eine bereits angezündete Zigarette anzubieten. Also, wenn sie nicht angezündet ist, darfst du, aber wenn sie schon angezündet ist, halt nicht. Verständlich, oder? Auf jeden Fall, wo ist es? In Zion, Illinois. Okay. Das Schrägste ist, in ganz USA ist es verboten, einen Elch aus dem Flugzeug zu werfen. Ein Elch? Ein Elch. Wer ist so blöd und wirft einen Elch aus dem Flugzeug? Wie bekommt man den Elch durch die Sicherheitskontrolle? Die Vorstellung. Entschuldigen Sie, mein Herr, was ist denn in diesem überdimensionalen Koffer? Das ist nur mein Elch. Okay, der war scheiße. Oh Gott, war der schlecht. Okay, bevor ihr jetzt noch schlechtere Witze hören müsst, machen wir lieber eine kleine Pause. Dann könnt ihr euch davon erholen. Thank you.
Willkommen zurück. Der nächste Gast ist auch jemand aus unserem Team, und zwar jemand, der bei uns für alles Grafische zuständig ist. Robin Karlhuber. Wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich blendend. Haha, lustig. Okay, nee, sorry. Ja, mir geht's gut. Passt alles. Was machst du eigentlich bei der Sendung? Ich habe sie kurz angeschnitten mit dem Grafischen, aber was genau? Also das Intro, was man vorher bereits gesehen hat, ist von mir. Mhm. Diese sogenannten Inserts oder Bauchbinden, eben unten, wenn jemand reinkommt oder so, dass der Name eingeblendet wird von demjenigen und eben was der ist. Mhm. Diese ganzen Sachen mache ich. Ich habe das Logo gestaltet und ja. Okay, wie lange hat es gedauert, um das Intro zu machen? Also insgesamt, weil das muss man auch exportieren, auch rendern genannt. Das hat wahrscheinlich alleine das Rendern hat wahrscheinlich so um die 7 Stunden gedauert, 8 Stunden. Mhm. Und das Machen selber, Animieren, das hat wahrscheinlich auch 8 bis 9 Stunden gedauert. Ah, okay. Und also du machst es ja freizeitmäßig mit den Intros gestalten und so weiter, hast deinen eigenen YouTube-Channel. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Also Intros habe ich mal in meiner vorherigen Schule, hat mir das ein Lehrer gezeigt sogar. Mhm. Und kurz darauf habe ich dann auf YouTube Tutorials gefunden, wie man eben Intros damit macht für YouTube. Mhm. Und ich war total begeistert, wollte das sofort lernen. Meine ersten Intros haben logischerweise nicht so ganz gut ausgesehen, wenn ich darauf zurückblicke. Aber ja, ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Okay. Aber mit YouTube habe ich erst vor 1,5 Jahren angefangen, weil ich noch ein bisschen warten wollte, bis meine Intros besser sind, dass ich nicht ganz mit nichts starte. Jetzt wird immer eine Frage. Mhm. Und zwar, wie oft schaust du ungefähr täglich auf dein Handy? In Stunden, schätze ich mal. Viel zu oft. Gute Frage. 10 Stunden? Nee, naja. 7 Stunden, 7 bis 8 Stunden. Okay, und wie lange schläfst du dann? Stimmt. Gut, dann machen wir 4 Stunden draus und schlafen tue ich 6 Stunden. Eigentlich viel zu wenig, aber ja. Das heißt, sagen wir 10 Stunden gleich. 4 plus 6 werden 10 und 12. Mathe ist nicht so meine Stärke. Beispiel jetzt eine mega zufällige Frage. Was würdest du genau jetzt in dem Moment machen, wenn du zum Beispiel Noah dir einen Sack mit 2 Millionen Euro kriegst? Mir einen Ventilator kaufen, weil es extrem heiß hier ist. Das stimmt. Ich würde wahrscheinlich auch einen Teil spenden, denke ich mal. Lachen zu kosten. Warum lachst du? Spenden. Bin ich so böse? Er spendet an sich selbst. Okay. Naja, Bitcoins, nee, nicht so. Ja, wahrscheinlich einen Teil spenden, 500.000 oder sowas, und den Rest essen. 500.000 von 2 Millionen, du Ego-Sau. 750.000. 1 Million! Okay. Nur weitere random Fragen? Oder kann die wieder ernsthaft interviewen? Ernsthaft interviewen. Entschuldigung. Hast du noch Fragen? Nein. Nix. Also du bist auch in der HTL im Fachbereich Multimedia. Gibt es irgendwas anderes außer die Intros, also diese 3D-Gestaltung, die dich dahin gebracht hat? Hast du irgendwie andere Interessen an dem Fachbereich gehabt oder war das nur dieses Animieren? Naja, also ich war eben, also eine gute Freundin von mir, die jetzt auch mit uns in der Klasse ist, ist vorher mit mir in die Klasse gegangen. Und die hat mir dann mal erzählt, ja, dann und dann ist Tag der offenen Tür in der HTL, und ich wollte einfach, ja, meine Eltern haben auch so gesagt, ja, HTL, das ist was Gutes, und ich wollte halt irgendwie auch selber auf die HTL, weil ich nur Gutes von dem eben gehört habe. Und
dann hat sie das halt mir erzählt und mir auch erzählt, dass sie sich Multimedia ansehen wird. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was macht man da so? Und sie hat mir das Ganze dann geschildert, also mit den drei Hauptfächern, genau. Animation, Audio und Fotografie. Und ich habe vorher eben schon Animation gemacht, wie bereits gesagt. Und mit Audioproduktion habe ich auch schon ein bisschen herumgespielt. Ich habe mir zum Beispiel eine Demo von einem sehr bekannten Programm FL Studio geholt und habe damit herumgespielt. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das war dann ja der Hauptgrund, warum ich auf diese Schule gegangen bin. Okay, cool. War sehr nett, mit dir zu reden. Du bist eigentlich fertig, du darfst dich wieder in den Regieraum oder wo auch immer zurückziehen. Wo es wenigstens kühl ist. Ja, genau. Ich bin froh, wenn ich fertig bin. Du darfst gehen. Danke sehr. Jetzt haben wir noch etwas vor, nämlich ein kleines Spielchen. Moment, genau. Ein kleines Spielchen. Es heißt Zwei Dumme, ein Gedanke. Und für dieses Spiel brauchen wir natürlich zwei Dumme. Die erste habt ihr vorher schon mal ein paar Mal gehört. Es ist unsere Medienexpertin Lisa Hell. Darfst dich schon mal zu mir hersetzen? So, auf den komm her. Okay. Und der größte Unterschied, oder was hat ihr so geschockt? Dankeschön! Merke okay. Mal. Einfach Ruhe da hinten. Der zweite Dumme ist bei uns für. Echt jetzt? Esst ihr unsere Marshmallows? Das glaube ich jetzt ja nicht! Die essen hinter der Kamera unsere Marshmallows. Okay. Der zweite Dumme ist bei uns für den Ton verantwortlich, nämlich, oh mein Gott. Richard Gerum. Richard Gerum. Ich wollte einfach nur die Marshmallows haben. Das war mir relativ egal. Okay. Das wird nichts. Also doch, das wird lustig. Das Spiel funktioniert so. Also du hast es schon mal gespielt kurz, wie wir geprobt haben für unsere Probesendung. Du noch nicht, aber ich nehme an, du weißt inzwischen schon ganz gut, wie es funktioniert. Ich erkläre es trotzdem nochmal für unsere Zuschauer. Guten Appetit. Das Spiel funktioniert so. Ich werde euch einen Oberbegriff zu irgendeiner Rubrik nennen. Zum Beispiel Fast Food. Dann zähle ich von 3 an abwärts und bei 1 sagt ihr beide einen Begriff, der in diese Rubrik passt. Burger. Zum Beispiel Pommes oder Burger. Euer Ziel ist es, ohne Absprache denselben Begriff zu sagen. Wenn ihr es nicht schafft, denselben Begriff zu sagen, bekommt ihr einen Marshmallow in den Mund. Und den müsst ihr so lange im Mund behalten, bis es unverständlich wird, was ihr sagt. Oder bis einer von euch aufgibt. Oder einer die Marshmallows durch unser Studio pustet. Jedenfalls fangen wir einfach mal an mit, also ich lege jetzt die Marshmallows mal hier. Denk bitte einfach so simpel wie möglich. Ich bin ein sehr simpler Mensch. Na, bist du nicht. Ich bin der simpleste, den du kennst. Na. Doch. Na, ist mein Kotz. Die Katze ist der simpelste Mensch, den du kennst. Die tut schlafen und essen, mehr tut der nicht. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, der simpleste Mensch. Ja, mein Kotz ist ein Mensch. Okay, wir fangen an. Die erste Rubrik wäre eine, die erste Rubrik wäre eine Sängerin. Aufs Geschlecht aufpassen. 3, 2, 1. Conchita Helene Wurst. Helene Fischer. Conchita Wurst und Helene Fischer. Marshmallow. Conchita Wurst ist aber... Weiblich. Mischung? Sorry. Lass mich in Ruhe. Ein Filmstudio. 3, 2, 1. Universal. Marvel. Stimmen beide, aber es war nicht gemeint, also es war nicht Marshmallow. Bist du mich verarschen? Wer denkt bitte sofort an Marvel? Warum hätten wir zwar das Spiel nicht einfach spielen können? Weil ich die Rubriken kenne. Dann hätten wir auch nicht. Also ich habe kein Problem. Zweite gebacken. Marshmallows gehen rein. Du bist klein. Bitte sag das nochmal. Lol, das war sogar ein Reim. Nee, ich glaub das gerade nicht, dass er gerade wirklich lol gesagt hat im Fernsehen. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik. No. Eine Elektronikmarke. 3,
2, 1. Samsung! Ja! Bravo, bravissimo. In die nächste Rubrik wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ein Hersteller für Küchengeräte. 3, 2, 1. Miele. Tupperware! Küchengeräte, nicht Tupperware. Man kann Gittenschüssel nicht aus. Tupperware. Eine. Eine Fernsehsendung. 3, 2, 1. Super. Das ist ein Fernsehsender. Ja, ne? Können wir bitte noch mal einen Countdown haben? Bitte. 3, 2, 1. Germany's Next Topmodel. Gut. Kurz zur Erklärung, wir haben eine eigene Fernsehserie und kann es drauf kommen, dass wir unsere Fernsehserie machen. Oh. Das ist dran. Was kann ich überhaupt? Okay, bitte nehmt das. Da muss euch sofort einer in Sinn kommen bei der nächsten Rubrik. Englischlehrer? Na. Oh. Ein klassischer Komponist. 3, 2, 1. Schubert. Schubert. Egal, einfach. Wir sind in Salzburg und er sagt Schubert. Ich schwör's dir, ich rede nie wieder mit dir. Ich glaube, wir müssen den Laptop wegnehmen, weil sonst kommen wir so geflogen. We don't talk anymore. Ich stirb bald. Merk mal. Rein da. Okay, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ein Element aus dem Periodensystem. 3, 2, 1. Wasserstoff. Beim letzten Mal hast du Uran gesagt. Warum kommt bei dem Game, wenn ich sage, Elemente aus dem Periodensystem, warum sagt nie irgendwer Sauerstoff? Nie. Jetzt habe ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt und nie hat irgendwer Sauerstoff gesagt. Mhm. Kannst du das Marshmallow bitte noch nehmen? Lager. Hilfe, ich bin ein Hamster. Eine Begrüßung in einer anderen Sprache. 3, 2, 1. Namaste. Hello. Gibst du auf oder willst du weiter? Zur Erklärung, unser lieber Moderator Noah Hart sagt in seiner Freizeit gerne Namaste. Das stimmt. Das habe ich noch nicht. Das ist eine Begrüßung, beziehungsweise es sollte eine sein. Danke. Sonst du klar nicht. Haben wir schon angegessen? Willst du überhaupt noch oder willst du aufgeben lieber? Nur weil er scheiße ist. Ja, dann weiter. Ich habe noch ein paar Rubriken, also es könnte lustig werden. Also, ich schütte mal ein paar lustige daraus. Für dich! Ja, weiter. Ja, komm, bloß zu mir. Ein Cocktail. 3, 2, 1. 600 Bits. Das kommt doch gut. Soll ich mir meinen Countdown geben? 3, 2, 1. Sex on the Beach! Pina Colada! Warum hast du nicht nochmal Sex on the Beach gesagt? Ich komme nochmal. Bist du eigentlich kitzlig? Ich bin gerade mit meinem Leben so überfordert und hinterfrage gerade meinen Lebenssinn. Einen Schauspieler. 3, 2, 1. George Clooney. Leonardo DiCaprio. Ich hab gesagt simpel. George Clooney ist für mich nur simpler als Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio braucht schon bei 10 Jahren zum Aussprechen. Ich würde eigentlich DiCaprio-Sonne sagen. Du würdest eigentlich Cabrio sagen, was? Leonardo DiCaprio-Sonne. Ich sag das immer, ich weiß nicht warum. Steck immer das Marshmallow hin. Oder gib auf. Mm-mm. Wie das ausschaut, sagt mir das, wie das ausschaut. So.
Selbst gehen die Marshmallows ausspucken. Für mich war es lustig. Also. Ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott. Boah. Okay, ich denke, wir beenden die Sendung jetzt an der Stelle. Okay, mein Produzent auch, war keine Lust drauf, die Sendung jetzt schon zu beenden. Der, was hast du, woran hast du das? Ja, irgendwas gemacht, ich hab ein bisschen Sorgen. Nein, irgendwas verkackt. Ihr Kamera. Du willst da Marshmallow haben? Nein, ich wollte mich jetzt nur ganz kurz hierher setzen. Habt ihr die Sendung schon beendet? Und ich muss dir was beichten. Oh mein Gott. Bitte sag mir, dass ihr nicht vergessen habt, aufzunehmen. Ja, ja. Na, habt ihr nicht. Nein, haben wir natürlich nicht. Nein, haben wir nicht. Jetzt ruck raus, damit wir die Sendung beenden. Es gibt das ich wollte den Abspann noch, ich habe ihn vergessen einzufügen. Dann macht es jetzt so schnell, lass mal was einfallen. Nein. Das Problem dabei ist, dass Mimo Live sich da doch beendet. Hast du es jetzt beendet? Mhm. Bitte sag mir, dass die Aufnahme gespeichert hat. Natürlich nicht, dann ist das ja einfach beendet. Oh mein Gott, nein, zwei haben. Na bitte, Noah, bitte. Wir müssen nur. Na, Noah, bitte. Okay, meine Damen und Herren. Wir haben die Marshmallows jetzt aufgessen. Ich lasse mir für das Ding jetzt sicher nicht nochmal neue Rubriken einfallen. Ich wollte jetzt ganz kurz noch sagen, ich habe den Noah gerade reingelegt. Du Hurensohn, oh nein! Ich bürg dich so! Das kannst du Arsch! Oh mein Gott! Schön drauf filmen. Kannst du die Sendung bitte filmen? Ja gut, dann morgen ja. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott.